Professionelle Betreuung, heißt es immer, brauchen die Kinder. Und die sei der familiären Erziehung vorzuziehen. So die Krippenpropaganda. Aber es gibt keine wertfreie professionelle Erziehung. Immer werden bei Erziehung Werte vermittelt. Ein Wert in Anführungszeichen der staatlichen Erziehung ist für den Staat die Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen. In Deutschland werden die Erziehungsinstitutionen und die Familie mit Druckschriften der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung überflutet. Sie können über die Homepage kostenlos bestellt werden und werden millionenfach auf Steuergeldern übers Land gestreut. Die Sexualaufklärung durch diese staatliche Behörde, untersteht dem Familienministerium. Und jetzt einige Beispiele aus diesen Schriften, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verteilt werden. Ich bedauere, dass ich Ihnen jetzt Dinge vorlesen muss, von denen ich nicht finde, dass man sie in irgendwelchen Schriften, die Eltern oder Erzieher beraten, so finden müsste. Aber um Ihnen zu zeigen, was läuft, muss ich es tun. Ich habe diese Zitate auch schon in meinem Buch Ausbruch zur Liebe. Da hat noch niemand sich drum geschert, da steht es alles schon drin. Aber jetzt, wie ich in der Jungen Freiheit einen Artikel geschrieben habe und es wieder ans Licht gebracht habe, hat der Kölner Express das aufgegriffen. Auch eine Zeitung ungefähr wie die Bild-Zeitung. Da gab es einen jungen Vater, der alarmiert war, der gedacht hat, nee, das möchte ich eigentlich nicht, dass das mit meinen Kindern passiert. Der recherchiert hat und dann 3 Wochen später auf Seite 2 diese ganzen Zitate gebracht hat. Und das hat dann medialen Druck erzeugt und Frau von der Leyen gezwungen, die Schriften zurückzuziehen. Darin in diesen Schriften steht, in diesen Ratgebern für Eltern zur kindlichen Sexualerziehung vom 1. bis 3. Lebensjahr. Scheide und vor allem Klitoris erfahren kaum Beachtung durch Benennung und zärtliche Berührung, weder seitens des Vaters noch der Mutter, und erschweren es damit für das Mädchen, Stolz auf seine Geschlechtlichkeit zu entwickeln. Zitat. Kindliche Erkundungen der Genitalien Erwachsener können, Zitat, manchmal Erregungsgefühle bei den Erwachsenen auslösen. Es ist ein Zitat Ende. Und in der zweiten Schrift wird dann gesagt, also der Erwachsene hat das Recht, wenn ihm diese Erregung seiner Genitalien zu weit geht, Stopp zu sagen. Das steht wirklich drin, ja. Zitat, es ist ein Zeichen der gesunden Entwicklung ihres Kindes, wenn es die Möglichkeit, sich selbst Lust und Befriedigung zu verschaffen, ausgiebig nützt. Wenn Mädchen, es geht um Mädchen von 1 bis 3 Jahren, dabei eher Gegenstände zur Hilfe nehmen, dann soll man das nicht, Zitat, als Vorwand benutzen, um die Masturbation zu verhindern. Der Ratgeber fände es, Zitat, erfreulich, wenn auch Väter, Großmütter, Onkel oder Kinderfrauen einen Blick in diese Informationsschrift werfen würden und sich anregen ließen. Fühlen Sie sich bitte alle angesprochen. Ja, steht in diesen Broschüren drin. Ja? Also es geht darum, die Beziehung Eltern-Kind zu sexualisieren. Auf der gleichen Seite dieses Geschrei um Missbrauch. Ja, jetzt müssen Kinder in den Schulen sagen, nur die dürfen mich abholen, weil sonst könnte was passieren, ja, weil Missbrauch möglich ist und hier wird er grundgelegt, hier wird zum Missbrauch aufgefordert, woran man diese ganze unbeschreibliche Scheinheiligkeit dieser ganzen Politik sieht. Im Ratgeber der Eltern für kindliche Sexualentwicklung vom 4. bis 6. Lebensjahr, immer noch ziemlich kleine Kinder, werden die Eltern darüber aufgeklärt, Zitat, dass Genitalspiele in diesem Alter Zeichen einer gut verlaufenden psychosexuellen Entwicklung sind, dass Selbstbefriedigung unterstützt werden soll und alle anderen Formen von sexuellen Spielen, etwa die Imitation des Geschlechtsaktes und der Wunsch nach Rückzug in Heimlichkeit. Achten Sie drauf, jetzt bei Kindern, Enkelkindern, was in den Kindergärten passiert. In der Regel ist das durch, ja. Diese Schrift wurde 650.000 Mal gedruckt, verteilt und hat sich, wie die BZGA sagt, größter Beliebtheit und des größten Zuspruchs erfreut. Der Download übers Internet, das Herunterladen war, ist gar nicht gezählt. In den Kindergärten gibt es Kuschelecken mit Vorhang und die Kinder werden geradezu animiert, Doktorspiele zu machen. Nicht in jedem Kindergarten, aber sie müssen aufmerksam sein, was in ihrem Kindergarten passiert. Dann gibt es eine weitere Schrift, die heißt Nase, Bauch und Po. Das gibt es als CD, als Liederbuch.
und als Broschüre. Da sind dann Texte wie, wenn ich meinen Körper anschaue und berühre, entdecke ich immer mal, was alles an mir eigen ist. Wir haben eine Scheide, denn wir sind ja Mädchen. Sie ist hier unterm Bauch zwischen meinen Beinen. Sie ist nicht nur zum Pullern da und wenn ich sie berühre, ja, ja, dann kribbelt sie ganz fein. Das sind die Kinderlieder, die den Kindern im Kindergarten angeboten werden. Oder nein kannst du sagen, ja kannst du sagen, halt kannst du sagen oder nochmal genauso. Das mag ich nicht, das gefällt mir gut. Oho, mach weiter so. Das ist staatliche Politik von unserem Familienministerium, was jetzt eine Großoffensive macht, dass die Mütter mit einem Jahr ihre Kinder dem Staat ausliefern. Vom Kindergarten in die Schule, nach Wunsch des Staates in die Ganztagsschule. Wenn die Pornografie noch nicht zu Hause zur Familienunterhaltung gehört, was in sozial schwachen Familien immer mehr der Fall ist, dann zeigen sich die Kinder entsprechende Videoclips auf dem Handy. Mit 9 Jahren beginnt der Verhütungsunterricht, genannt Sexualkunde, weil sie nun ins Alter kommen, wo die niedlichen Kinderspiele eine höchst unerwünschte Folge haben können, Schwangerschaft. Kinder üben, Kondome über Plastikpenisse zu ziehen, um sich so für den Kondomführerschein zu qualifizieren. In Österreich heißt er Verkehrsführerschein. Und die Familienministerin propagiert es in den Schulen. Ab 10 Jahren setzen dann in den Schulen die Werbe- und Schulungsmaßnahmen zur Homosexualität ein. Noch nicht überall so krass wie in Berlin, Hamburg und München. Aber die Tendenz ist überall die gleiche. Eine Handreichung für weiterführende Schulen des Senats von Berlin zum Thema lesbische und schwule Lebensweisen, 173 Seiten stark, im Internet als anzuschauen, ist eine ausgefeilte Anleitung zur Homosexualisierung der Schüler. Infomaterial, Vernetzung mit der örtlichen Homoszene, Einladung an Vertreterinnen von Lesben- und Schwulenprojekten in den Unterricht, Filmveranstaltungen und Studientage zum Thema sollen angeboten und durchgeführt werden. Im Unterricht sollen Rollenspiele stattfinden, etwa, zitiert aus dieser Handreichung, du sitzt an der Theke einer schwulen Bar und könntest heute eigentlich einen hübschen Mann in deinem Bett gebrauchen. Ein Neuer betritt den Raum, den du eigentlich ganz schnucklig findest. Wie ergreifst du deine Chance? Rollenspiel im Unterricht. Oder du bist Peter, 29 Jahre. Du willst mit deinem Freund Kemal eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Heute wollt ihr es seiner Mutter erzählen. Die Strategie und Taktik der Genderrevolution vollzieht sich in folgenden Schritten. Dabei handelt es sich jetzt nicht um eine chronologische Aufzählung, sondern die verschiedenen Schritte, die ineinandergreifen und sich wechselseitig verstärken.